Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Simple Life Stories. Mein Name ist Monia und in diesem Video möchte ich mit dir, ja, den kleinen Geist malen hier für dein Oktober-Intro. Dafür brauchst du zunächst einmal natürlich dein Bullet Journal. Ich habe hier das Scribbles That Matter. Dann Buntstifte, Bleistifte, ein Geodreieck, den Micron Fineliner, der darf natürlich nicht fehlen, und ein Radiergummi. Ja, und dann kann es auch schon losgehen. Passend zum Herbst und natürlich zum Oktober habe ich mir überlegt, dass ich einen kleinen Geist hier als Intro-Page mache und den Kalender natürlich auch noch einbinde. Und es soll einfach eine kleine Zeichnung sein, die hier reinkommt und darunter direkt die monatliche Übersicht. Ja, wie immer bin ich mehr für Vorsicht als Nachsicht. Aus dem Grund nehme ich einen Bleistift. Vor allen Dingen aber fange ich jetzt hier nicht an, alles abzuzählen. Ich fange einfach an zu zeichnen und starte hier mit dem kleinen Geist. Ich möchte neben dem Geist noch zwei Kürbisse malen, ja, damit da noch ein bisschen Orange reinkommt, weil der Geist alleine, der ist schwarz und weiß eben. Ne? Also muss ich jetzt erst einmal den Geist haben und daneben dann eben die Kürbisse. Ja, du siehst schon, ich beginne erst einmal mit der Umrandung des Betttuchs. Also hier musst du gar nicht so fürchterlich vorsichtig sein. Einfach so ein paar kleine Schlangenlinien und dann reicht das schon. Und da dran hängt dann eine kleine Spinne und natürlich, muss auch sein. Irgendwie muss das sein. Und ja, dann kommen die Hände und Füße oder in dem Fall eben nur die Füße. Der Rest ist alles unter dem Bettlaken versteckt. Und das Gesicht darf auch nicht fehlen. Das kommt jetzt hier rein. Auch wieder alles ganz spartanisch, ne? Ein kleiner Doodle, den du ganz schnell nachmalen kannst. Und auch hier den Kürbis, du siehst schon, ist einfach mehr oder weniger ein ovaler Kreis. Und dann habe ich die ovalen Streben einfach eingebaut oder eingemalt. An dieser Stelle kannst du noch ein paar Details einbinden. Hier, ich male jetzt einfach noch ein paar Blätter rein, oder auch so darunter, um das Ganze so ein bisschen abzugrenzen vom unteren Teil. So, auf jeden Fall fürs Auge, denn dass es so eine Abgrenzung ergibt. Deswegen male ich da jetzt noch so einen kleinen Boden rein sozusagen. Und dann ist es fürs Auge, wenn du dann da drauf schaust, dann ist das so, als ob das Blatt in zwei Teile abgegrenzt ist. Ne? Und dann sieht das schon ganz anders aus, wenn ich jetzt mit meiner Monatsübersicht anfange. Ich finde es immer gar nicht so einfach, die Monatsübersicht gerade und vor allen Dingen auch mittig hier reinzubekommen. Deswegen male ich mir, Hilfslinien ist jetzt zu viel, aber ich wollte die Übersicht so ein bisschen abgrenzen vom unteren Teil. Deswegen kommt hier jetzt so ein Stück, einfach in den oberen Bereich, kommen dann eben vom Montag bis Sonntag die Tage rein und darunter die einzelnen Tage. So, und jetzt kann es dann auch endlich mit dem Nachmalen losgehen. Also radiert habe ich jetzt wirklich genug. Und jetzt nehme ich meinen Micron Fineliner und ziehe die ganzen Linien erst einmal nach. Und dann werde ich auch endlich den Rest vom Bleistift los.
So, jetzt wird koloriert und ich habe dafür meine Faber-Castell Buntstifte. Du kannst natürlich auch alle anderen Buntstifte nehmen. Die sind ein bisschen schöner oder feiner, weil ich die so ein bisschen als Aquarellstifte nehmen kann und das hinterher auch noch verreiben kann, sodass ich schöne Übergänge bekomme. Aber es ist natürlich vollkommen in Ordnung, was auch immer du für Buntstifte hast. Es müssen nicht die Faber-Castell Buntstifte sein. An dieser Stelle musst du dich dennoch so ein bisschen entscheiden, ob du das Ganze jetzt ja flach anmalen möchtest oder ob du das später noch schattieren möchtest. Also bitte nicht den kleinen Geist flach malen, also alles schön säuberlich ausmalen und dann hingehen und den Kürbis schattieren. Das sieht irgendwie seltsam aus. Und deswegen, ich male das jetzt erst einmal alles richtig schön in Orange an, ja, also das zumindest, was orange sein soll. Und dann gucke ich mal gleich, ob ich das noch ein bisschen abgrenze. Eigentlich habe ich durch meine schwarzen Linien schon eine ganz klare Abgrenzung geschaffen und da so ein bisschen, ja, eigentlich angezeigt, dass ich zu diesem Flat-Design tendiere und das Ganze schön ausmalen will. Aber ich habe mich jetzt hier entschieden, den Kürbis doch ein bisschen zu schattieren und auch die Füße von dem Geist, ja, ein bisschen, ja, heller und dunkler werden zu lassen. Und das mache ich auch mit dem Grün jetzt. Also ich mache ein bisschen stärker Grün, ein bisschen mehr und ein bisschen weniger an den Rändern. Ja, je nachdem eben, ne, dass das Ganze so eine kleine Tiefe bekommt. Nur so ein Hauch, ne? Nur so ein bisschen. Ja, mehr als drei Farben soll meine Seite auch gar nicht haben. Ich habe jetzt noch das recht neutrale Grau dazu genommen, weil Orange, klar, das ist Oktober und Grün gehört eben zum Kürbis und dann brauchte ich noch irgendwie etwas für den kleinen Geist. Deswegen habe ich jetzt hier noch ein Grau dazu genommen. Auch hier versuche ich wieder mit etwas stärkeren Strichen und etwas weniger starken Strichen leicht zu schattieren, ja, damit das zum Rest des Bildes passt. Und dann ist es auch schon geschafft. Ja, ich hoffe, dir hat mein kleines Tutorial gefallen und du bist jetzt inspiriert, deine Oktoberseite zu malen, wenn du es nicht schon gemacht hast. Du kannst natürlich den Geist auch immer gegen irgendwas anderes austauschen. Ja, das funktioniert auch sehr gut. Und wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben und vielleicht abonnierst du auch unseren Kanal und klickst die kleine Glocke an, dann wirst du informiert, sobald ich ein neues Video poste. Bis dahin, tschüss!